Geschäft 19 ist zugewiesen. Geschäft 19. Da muss ich erstmal gucken, wo ich das finde. Medien, Haushalt, Gesundheit, Werkzeug. Wir haben kein Elektrowerkzeug übrigens. Kleidung, Presse, Sonstiges, E-Zigaretten und Liquids. Sonstiges, E-Zigaretten und Liquids. Das hätten wir geschafft. Dann können wir noch das Lager neu verbinden, und zwar da. Öffnungszeiten sind von 6 bis 10, da ändern wir nichts. Das Geschäft 9. Dann können wir das hier alles verschieben. Versetze alle Mitarbeiter Geschäft 9. Gut, dann sind wir hier. Dann müssen wir erstmal das Geschäft verwalten, und zwar müssen wir den Schichtplan einstellen. Von 6. Von 6. So, dann können wir noch mal ein bisschen Personal einstellen. Brauchen wir noch einen Kassierer und einen Lageristen. Da, so. Dann den Schichtplan bitte dafür. Ich habe irgendwo den Schichtplan verändert. 6. Keine Ahnung, warum die so lange arbeitet. Muss ja nur bis 10. Hier ist immer noch unerträglich dreckig. Was? Meinungsmacher? Zeitungsladen ist Stress. Aha. Na gut, wir warten mal ab. Ah, da ist jetzt auch kein Lagerist. Das ist der Punkt. Gut, wir machen das jetzt erstmal ganz klassisch hier weg. Ganz klassisch wird das jetzt abgerissen. So, dann könnt ihr noch, warte, hier da hinten die Wand wegreißen. Und als nächstes wäre dann dran, dass der Laden hier. Da gucken wir dann vielleicht auch mal ein bisschen, was sie wollen. Jetzt habe ich da 3 Kassierer eingestellt und so richtig bringen tut das nichts, ne? Ah, er füllt jetzt das E-Zigarettengeschäft auf. Das ist schön. Vielleicht ist das jetzt, weil es am Gang liegt, auch mehr besucht. Keine Ahnung. Irgendwo ist Stress. Mhm. Die haben aber auch schon eine Selbstbedienerkasse in dem Laden. Ne? Also das wird nicht besser. Mediengeschäft und eine Metzgerei hätten sie gerne. Mhm. Ich muss erstmal gucken. Ich muss noch den Videospielladen da wegbuxieren. Da überlege ich gerade auch noch, wo ich den hinmache. Ja, der Einfachkeit halber natürlich irgendwo in die Nähe, wo vielleicht schon ein Lager steht. Dann könnte der kürzere Wege haben. In der Tat wäre ein Zentrallager irgendwie nett. Wo alle. Aber ich befürchte, dann sind die Gehwege zu weit. Also die Gehwege, Laufwege heißt das ja in dem Fall dann. Ich hätte da vielleicht noch ein paar Ideen. Wie ist denn das hier so mit Dekorationsartikeln? Hier so einen Brunnen zum Beispiel und den hier so reinstellt. Ah, da ist der Gang nicht breit genug. Bescheuert ist denn das? Was ist denn da? Wir haben auch keine Klos? Hä? Da ist so ein Klo. Was wollt ihr denn? Ich weiß nicht, ob man das hier trennen muss mit den Klos. Das ist so eine Sache, die weiß ich tatsächlich nicht. Aber wir könnten mal noch eine Toilette bauen. Die machen wir dann einfach hier hin. Dann bauen wir hier ein Klo hin? Das machen wir so. Jetzt ist wieder irgendwas passiert. Hängt kurz. Keine Ahnung warum.
Dann gucken wir mal, da machen wir nur eine einfache Tür rein. Das ist nämlich der Punkt, dann muss da was weg. Und zwar machen wir das dann nur so. Warte, das muss man so machen. Machen wir das so, genau. Und auf die Gegenseite machen wir das genauso. Das muss dann 5 breit. 1, 2, 3, 4, 5. Und der sechste ist dann quasi... Genau. Und dann kommt da noch eine Tür hin und da eine Tür hin. So, und dann könnt ihr das bauen. Moment, ich muss dann vielleicht noch mal direkt zu den Kloautomaten. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Aber das kann ich da nicht reinstellen, weil... Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich es verkackt. Moment. Ach, du Heiland. Alles im Arsch. So, dann brauchen wir ein paar schicke Fliesen. Wir nehmen diesmal die. Und dann bauen wir auf die Seite hier... massiv viele Klohäuschen. Und auf die Gegenseite Waschbecken. Und hierhin machen wir Urinale. Und auf die Gegenseite Waschbecken. So. Dann bauen wir da rein. Auf jeden Fall jeweils einen Mülleimer. Und dann haben wir Klos. Jaja. Irgendwo ist noch Dreck. Irgendwo ist auch viel Betrieb. Das ist der Computerspielladen. Der muss auch abgebaut und weggeschafft werden. Wir brauchen auf jeden Fall, wie gesagt, eine neue Runde für die Jungs vom Sicherheitsdienst. Dann können wir eigentlich mal noch ein paar Parkplätze bauen. Und zwar können wir die hier vorne schon so hintackern. Das geht schon, das kann man schon mal machen. Hier hat irgendwas keine Lager waren. Ich verstehe den Ansatz nicht. Ich habe da so viele Lageristen. Computerspielladen stellen wir da hin. Den können wir dann von hier unten beliefern lassen. Machen wir einfach so. Oh, das ist aber blöd. Da gibt es nur eine einheitliche Tür. So eine einheitliche, eine einzige. So, das kommt dahin. Und dann warten wir mal ab, dass die das bauen. Ja. Ich weiß, ihr habt Probleme. Spielzeugladen könnten wir auch bauen. Wunderschön. Dafür müssen wir jetzt auch noch einen Fußboden klar machen. Da nehmen wir halt wie immer den. Ja. Dann weisen wir dem Ganzen ein Geschäft zu. Das Geschäft wird per Lager da unten verbunden. Öffnungszeiten 6 bis 22 Uhr. Dann brauchen wir in dem Geschäft eine Kasse. Zack. Stellen wir hier hin. Und dann kriegt das Geschäft die Regale aus Metall. Da kommen hier zwei hin. Nee. So kommt es schon mal nicht. Aber so kann man es machen. Und dann machen wir es so und so und so. Da muss in den Laden rein, auf jeden Fall, weil es ja, wie gesagt, Diebstahlwarnsystem wäre gut. Ja. Und falls ich dann noch ein bisschen Spielautomat finde, wäre das auch noch nett. Wenn wir das machen könnten.
So. Fertig. Jetzt müsste das nur noch alles aufstellen. Haben sie geschafft. Hervorragend. Dann machen wir Medien. Videospiele. 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 Und noch mehr Videospiele. Videospiele. Und hier unten kommen noch ein paar Blu-rays rein und es kommen auch noch ein paar CDs hin. Und dann ist das was? Geschäft 20. Dann wird das verwaltet. Personal, versetze alle Mitarbeiter Richtung Geschäft 20. Versetzen. Prima. Hervorragend. Hier ist schon wieder irgendwie Kassenstau. Ich kann nicht erklären, wieso. Ich habe keine Ahnung. Gefühlt kaufen die halbe Bude leer. Ich finde es auch nicht schön, dass die zwei Kassen dastehen. Das ist halt jetzt eigentlich das Kernproblem, was mich so nervt. So, der Computerspielladen ist eingeräumt. Ciao. Ja. Falls da noch wer vorhanden war, ist er jetzt entlassen. Spielzeug. Ja, ja, wir werden das überwachen. Jetzt haben wir noch den Drogeriemarkt, der hier oben rumkaspert, plus Klos, ne? Das bedeutet, ich muss jetzt als nächstes irgendwo eine Ecke finden. Den machen wir hier hin, den Drogeriemarkt. Da bin ich mir relativ sicher. Dass wir den dahin machen. So, hier reißen wir mal die Eingangstür ab und bauen da mal eine Wand rein. Und dann gucken wir mal, ob wir da nicht noch eine... Denn eine normale Doppeltür kriege ich da nicht rein. Das ist ja bescheuert. Dann machen wir da eine einzelne Tür rein. Dann ist das halt auch noch ein normaler Eingang. Das wäre irgendwie ganz nett. Dann rennen die nicht alle hier hinten rum. Die kommen ja gerade. Okay, was ist denn? Oha. Im Videospielladen ist viel los. Ich baue noch eine Kasse. Ah, das geht nicht. Warum? Ist ja bescheuert wegen dem Teil. Moment, Diebstahlwarengerät auf die andere Seite. Auch eine Kasse, dahin. Verwalte Geschäft, Personal. Wie ist denn der Schichtplan? Ich habe da tatsächlich nicht viel von. Gut, dann machen wir einen Kassierer mehr. Ne, das müssen... Warte mal. Das müssen doch... Oh, gibt's denn da... Gibt's denn da nichts Besseres als die Idioten? Ah, Kassierer, so. Ich hoffe, das ist jetzt gut so. Schichtplan, Moment. Oh, da ist sogar einer zu viel. Wie kann ich denn den entlassen? Wie geht denn das? Ah, Moment. Moment, ich guck sie mir vorher an. Ciao. Ja, kannst du feuern. Zwei Lageristen, das ist richtig. Die Schichtplanung ist korrekt eingestellt. Hervorragend. Gut. Dann können wir ja weitermachen. Hier ist auch Stau. Verstehe ich nicht, warum da Stau ist. Und warum die immer ständig durch die Klos rennen, weiß ich auch nicht. Gibt es da eine Klotür? Habe ich da irgendwas verpasst? Ah, ich habe sich zugewiesen, ne? Das ist vielleicht ein Problem, wenn man die Toilette nicht zuweist. Das ist vielleicht ein Problem, wenn man die Toilette nicht zuweist als solche. Oh, Toilette ist zugewiesen. Hervorragend. Haushalt, ja. Oh, hier. Da war auch Stress. Im Spirituosengeschäft. Gut, da hätten wir noch Platz für eine Kasse.
Falls das jetzt häufiger vorkommt, würde ich dann da... Wie sind denn die Einnahmen? 33, das ist ja nicht so viel. Jetzt pass auf, wir machen jetzt hier den hier machen wir jetzt den Dingsladen hin. Erstmal verschieben wir die Tür nach hier hinten. Dann ist da zwar ein Loch in der Wand, aber dann können wir die Wand einfach zumachen. Warum rennen da jetzt 8 Mann hin? Die sollen eine Wand und eine Tür bauen. Himmel, Herrgott. So, machen wir hier, zack. Ja, mach den ruhig ein bisschen größer, das geht schon fit. Jetzt machen wir hier eine Tür rein. Dann 1, 2, 3. Das sind 6. 1, 2, 3. Das sind auch 6. Das ist hervorragend. Dann, ja, das passt auch. Ganz schön. Dann kommt hier Tür hin, da Tür hin. So. Dann könnt ihr das erstmal aufbauen. Wir könnten natürlich auch einfach aus den einzelnen Läden die Regale dann hin und her transferieren. Das würde natürlich auch gehen, ne? Ist ja klar. Man müsste die gar nicht immer neu kaufen. Könnte man jetzt mal probieren. Allerdings ist der Weg weit. Aber man könnte das machen wahrscheinlich. Würde das gehen? Ja. Würde dann auch der Inhalt drin bleiben? Das ist mal so die nächste Frage, die ich hätte. Wir machen hier erstmal ein Geschäft raus. Das ist erstmal Punkt 1. Oh, hier ist Geschäft. So, das ist Geschäft. Das war dumm. Das sehe ich selber. Dann können wir hier hinklicken und dann können wir das Lager verbinden. Das machen wir dann mit dem. Und dann ist die Öffnungszeit, ich könnte auf 24 Stunden gehen, das würde mich auch tatsächlich interessieren. Ist in dem Regal jetzt was drin? Da kommen dann Werkzeuge rein, tatsächlich. Okay, dann können wir... Dann, das ist ja heikel. Könnten wir ja jetzt die ganzen Regale so darüber schieben. Mit Inhalt. Das mache ich dann im Zeitraffer. Nee, das mute ich euch jetzt nicht zu, dass ihr euch das alles angucken müsst. Ist nicht böse gemeint, aber... Mein Gott, das dauert ja ewig. Das ist ja eine Katastrophe. Aber ich weiß halt auch, ich wusste, würde halt auch nicht mehr wissen, was ich hier alle reingesetzt habe in den Quatsch. Toilettenpapier, okay. Binden und Tampons, okay. Wenn man jetzt einfach klicken könnte aufs nächste Regal, ne? Also so ohne, dass man hin und her muss. Und danach können wir eigentlich alles, was hier oben ist, ziemlich elegant abreißen. Das machen wir dann auch direkt. Und dann haben wir hier Geschäft 18.